Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind hier stehen geblieben. Und zwar nach meinem kleinen Ausraster wollten wir eigentlich mit William sprechen, aber dann ist so spontan die Folge vorbei gewesen. Rede mal mit hey, uns. William. Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Was ist schon fair? I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Es wird vielleicht das letzte Mal sein. Denn es kann sein, dass wir zurückgehen und das, was wir rückgängig gemacht haben, erneut verändern werden. Das ist logisch. Sie kann ja keine Treppen mehr gehen. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir. Und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Und glücklicherweise wissen wir, dass das nie wieder sein wird. Blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Und selbst wenn, du solltest das Poster mitnehmen und unten hinhängen. At least we never had to hide from Stepdouche. Naja, ob das so positiv ist. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Nein, das machen wir nicht, du. Oh, Max. Okay. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hi, Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Ich kannte mal einen Aaron. Er war ein Idiot.
I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Naja, eine Familie ist halt das, was man selbst draus macht. Ich meine, ihr Vater ist gestorben und sie hat es nicht ganz akzeptiert, dass ihre Mutter jemanden anderes geheiratet hat. Und sie hat sich auch nicht die Mühe gemacht, es nochmal zu versuchen, so wie ihre Mutter es nochmal versucht hat. Und eine Familie besteht nicht nur aus einer Mutter, einem Vater und einem Kind. Da gehört noch viel mehr dazu, ob man es glaubt oder nicht. Man kann nicht einfach sagen, bloß weil diese Leute miteinander verwandt sind, sind sie eine Familie. Das muss schon von einem selbst kommen. Und ja, eigentlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob, wenn es der Fall sein sollte, man es nochmal versucht, oder ob man es nicht nochmal versucht. Aber man sollte es noch einmal versuchen. Immer. Oh Mann, war das gerade voll poetisch. Oh Gott, ich habe wieder die Stimmung kaputt gemacht. Ich habe bestimmt irgendeinen Mist gelabert, der gar keinen Sinn ergeben hat. Und ich mache wieder all meine Witze. Mein Hals tut voll weh. Nein, ich will in das Schlafzimmer. Foto. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Mhm. Nur diese einzige Stadt. Oh. Oh, Max, it is so nice to have you around. Oh. Ich habe nicht versucht, in euren Sachen rumzuschnüffeln. Und ich habe aus Versehen vergessen zu klopfen. Ich wusste, dass du hier bist. Ja. Ich tue auch gerade nicht rumschnüffeln. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie. Was ist heute los mit mir? Sonst kann ich das alles aussprechen. Und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist einer der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Phipes. Ah, das ist grausam, solche Nachrichten zu überbringen, und ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Aber dafür muss man andere Sachen erledigen. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Chloe is already a supermom. Ich krieg das einfach nicht hin. Sie ist im Bett und wir stellen uns neben sie und öffnen einfach die Schublade und schauen in das Zeug rein. Oh Gott. Supermama, sie führt die Familie an, Dr. Bill. Joyce used to hate smokers in the diner. Ja, aber mit dem ganzen Stress. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Yeah. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors,
Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Naja, das sind wir leider nicht wirklich. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Das sind gute Worte. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Bin ich übrigens zu leise? Ich habe Angst, dass ich manchmal zu leise bin, weil ich zu emotional werde. Aber jetzt holen wir mal... Ich habe jetzt gerade das Mikrofon hin und her geschoben, wenn das jetzt komische Geräusch gemacht hat. Und ich würde vorschlagen, jetzt holen wir erstmal das tolle Ding, dessen Namen ich vergessen habe. Weil ich so ein gutes Gedächtnis besitze. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Das ist normal. Bathroom looks almost the same. Just more medicine. Das ist auch normal. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Stimmt, das war's. Wir schnüffeln auch jetzt nicht weiter rum. Wir machen das Licht aus und gehen gleich zu Chloe. Strom sparen und so. Kostet auch Geld. Das ist die Garage. In die Garage können wir nicht. Warte, das war auch mal ein Teil von der Garage. Das ist das Bad. Oh Gott, ich habe das gerade realisiert. Okay. Alles ist gut. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Einen schönen Tag haben, sich einen Sonnenuntergang ansehen, Zeit mit der ehemals besten Freundin verbringen, in den Erinnerungen schwelgen. Das sind alles keine guten Zeichen. Aber es sind Dinge, die wohl oder übel passieren werden. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance.
There's still time for you. Du hast noch Zeit. Aber nicht wir. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. You understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Ich glaube, es ist schon ziemlich offensichtlich, was ich tun werde. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, was würdet ihr tun? Chloe, I'll just drift asleep. Dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Sorry, William. I can't believe.
someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like, you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Ich glaube, ich muss gleich Gast anrufen. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Das solltest du. Aber eigentlich schon. Oder auch nicht. Ich kann gerade nicht denken. Leute, wenn ich den zweiten Teil von Life is Strange spiele, und das werde ich tun, glaubt mir, irgendwann in der Zukunft, dann ist Gast dabei. Ich spiele dieses Spiel. Nie wieder ohne Gast. Und ich rufe sie auch gleich an. Holy shit. Alter. Okay, zu viele Gefühle für mich. Für die, die mich nicht so gut kennen. Ich bin überfordert, was Gefühle angeht. Ich habe es nicht so mit denen. Aber Alter.
Okay, aufstehen. Hopp. Das war mir jetzt halt genug Emotionen. Wir werden jetzt halt, ich werde jetzt wieder meine dämlichen Witze machen. Ich werde Wörter falsch aussprechen. Hin und wieder stottern. Weil tatsächlich stottere ich manchmal. Oder lisple. Oder wie auch immer das heißt. Deutsch ist schwierig bei mir. Nein. Mich auch. Okay. Okay. Was soll ich nochmal machen? Ich habe vergessen, was ich... Anschlagbrett. Komm, was ist überhaupt passiert? So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. And to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Okay. I can't abuse this. Oh nein, die hat gesprochen. Egal. No. That poor little bird has been trapped in here. Kann ich nicht irgendein... Das Fenster. Mach das Fenster auf und dann... Haben wir ihn nicht schon einmal freigelassen? Haben wir das vergessen? Konnten wir das noch nicht... Wir haben den doch schon einmal frei... Oh Gott. Nein, gehe ich nicht rein. Vogel. Pschu, pschu. Gut. Scheiß auf den Rest im Bad. Das ist gerade wichtiger. Das ist gut. Fly, be free. Und jetzt Fenster schließen, damit er nicht wieder reinkommt. Halt, warte, dann fliegt er gegen das Fenster. Wisst ihr was? Ich kann nicht klar denken. Okay, ich bin jetzt gerade voll fertig. Meine Gehirnzellen sind gerade in Massen gestorben. Hat das gerade Sinn ergeben? Ich habe keine Ahnung. Alter. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Unglücklicherweise war das nie eine Familie.